der Wiener Ferienmesse ist bereits voll im Gang. Wir sitzen hier in der gemütlichen TUI-Lounge und neben mir darf ich recht herzlich begrüßen den viermaligen Ruderweltmeister Dr. Christoph Schmölzer. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Wie ist so Ihr erster Eindruck von der Ferienmesse Wien? Da ist ein unheimlicher Andrang. Ich habe mich jetzt gerade durch eine sehr große Anzahl von Menschen hierher gekämpft. Also es war schon eine sportliche Herausforderung, die TUI-Lounge zu erreichen. Und jetzt bin ich mal da und kann mich entspannen in dieser gemütlichen Ecke. Okay. Lassen Sie uns über das Thema Club Magic Live sprechen. Club Magic Live startet mit neuer CI, neuen Programmschwerpunkten und neuem Katalogdesign in die Sommersaison 2011. Ebenfalls neu, Österreich hautnah. Sie sind live dabei. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Es sind einige ehemalige erfolgreiche österreichische Spitzensportler, Schauspieler, die sich in einem der TUI-Clubs, also der Magic Life Clubs, den Besuchern, den Urlaubern zur Verfügung stellen und ihr Spezialprogramm dort absolvieren. Also ich persönlich bin in der Osterwoche von 17. bis 22. April in Fuerteventura und werde mit den Gästen des Magic Life Clubs Ruderergometer-Training absolvieren. Im Klartext, es wird fleißig gerudert, dann gibt es wahrscheinlich die sportlichere Schiene, aber manche auch, die es gemütlich angehen möchten. Wie drehen wir das? Naja, das wird sich dort ergeben. An sich ist Rudern ja ein Sport, den man ja nicht nur leistungssportmäßig ausüben muss, sondern durchaus auch der sehr großen Freizeitsportcharakter hat. Also das Ruderergometer ist ideal geeignet für Leute, die ein bisschen was tun wollen, genauso wie für Urlauber oder Sportler, die die Herausforderung suchen und sich vielleicht mit den Besten Österreichs und mit den Besten der Welt messen wollen. Also es finden dann vor Ort spannende Wettkämpfe statt. Ich habe da etwas gehört, live auf der Bühne, Mann gegen Mann-Duelle und so weiter und so fort. Ja, das ist vorgesehen, dass wir dort auch einen Wettkampf veranstalten. Und wenn sich genügend Teilnehmer melden, dann wird es ein großes Finale am letzten Urlaubstag geben mit Übertragung auf die Videowall, also so wie ein olympisches Finale im Club Magic Live. Bleibt dann auch für Sie genügend Zeit, auch vielleicht ein bisschen Privaturlaub in den Club Magic Live Club zu verbringen? Ich bin sowieso ein Aktivurlauber, also für mich ist ja, ich kann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also ich werde diese Woche auch nützen, um für meine persönliche Fitness was zu tun. Und werde also mit den Urlaubern trainieren. Also das ist für mich keine Arbeit, sondern Erholung und ich werde es auch genießen. Okay. Dann würde mich noch interessieren, was steht heute noch alles am Programm? Na, ich werde jetzt noch ein bisschen die Ferienmesse besuchen, mir ein paar ein bisschen Gusto holen für den Sommer. Ja, also da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Also die Reiseexperten sind sich einig, besonders stark nachgefragt sind Spanien, Ägypten, Türkei, aber auch wieder Griechenland. Wäre da irgendwas für Sie? Haben Sie da einen Favorite vielleicht? Ja, ich bin ein Griechenland-Fan, ich war schon einige Male dort, aber ich will mich da jetzt noch nicht festlegen. Für heuer steht der Sommerurlaub noch gar nicht fest. Okay. Die Auswahl ist groß. Wir sind sicher, dass Herr Schmölzer die richtige Wahl treffen wird.